Willkommen zurück in Durlaks Turm. Vor dem Kampf der vier Wächter müssen wir uns wahrscheinlich noch ein bisschen besser vorbereiten. Jedenfalls hat das beim letzten Mal ja nicht so wirklich geklappt. Und ich muss mal schauen, wie lange das heute dauert. Wenn wir hier jetzt öfters scheitern, dann würde ich schon vorschlagen, dass wir uns eher dann lieber aufmachen, nochmal die Aufgaben hier oben fertig zu machen. Wobei hier wahrscheinlich in Ulgots Bad, ich glaube, eine müsste noch da sein, irgendwas mit Werwölfen, wenn ich mich richtig erinnere. Und ansonsten würde ich Richtung Baldurs Tor marschieren, weil es wird ja noch schwieriger hier unten in Durlaks Turm. Und wenn wir hier oben schon Probleme haben gegen die vier Wächter, dann wird es unten ja nicht unbedingt besser. Ich würde es aber gerne noch mal so ein, zwei Mal probieren und schauen, ob wir es nicht doch irgendwie schaffen, diese vier Wächter zu besiegen. Das wäre natürlich super, würde mich richtig freuen, aber... Naja, versprechen kann ich nichts, deswegen werde ich gar nicht viel Zeit verschwenden. Ich werde mal einen Versuch machen und die nächsten Versuche ganz normal auch aufzeichnen, aber ich werde dann die rausschneiden, die nicht funktionieren. Und wenn es gar nicht funktioniert, dann, ja, dann, wie gesagt, werden wir es auch machen und uns andere Orte suchen, die wir noch begehen können. So, bevor wir hier loslegen, es kam immer mal wieder im Kommentarbereich auf, dass man auch zum Beispiel Hast und ich glaube irgendwas mit Spiegel wirken soll. Ich weiß jetzt aber noch nicht, wer das dann bekommen soll. Spiegelbild war das, genau. Das geht nur auf den Anwender. Das ist natürlich etwas blöd, aber so Hast wirken wäre vielleicht gar nicht schlecht auf... Unsere drei Frontkämpfer hier passt. Also das wäre schon mal nicht schlecht, wenn das der Baylot wirken könnte. Ich schau mal eben, wie lange das dauert. Drei Runden plus eine Runde pro Stufe. Wahrscheinlich die Charakterstufe. Ich weiß ja immer noch nicht, wie lange so eine Runde jetzt ist, aber das würde ich auf alle Fälle gerne ausprobieren. Und vielleicht kann auch... die Nera noch ein bisschen was wirken. Die hat hier drin Hast. Ja, wobei ich die Nera ja schon ganz gern hätte, damit die ein bisschen Rambazamba macht. Von daher soll jetzt lieber der Baylot hier noch ein bisschen Hast machen. Dann macht die mal auf die beiden hier, auf den Kuran und auf den Tollfuß. Und außerdem machen wir noch Siegen, wenn das irgendjemand hier drin hat. Das müsste eigentlich der Jeslik haben. Das ist schon wieder sehr lange her, dass ich gespielt habe. Und dann probieren wir das Ganze nochmal. Also, Segen auf alle, dann Hast auf die beiden hier oben. Wobei ich das wirklich erst im Spiel machen würde. Und dann anschließend den Stab der Monsterherbeirufung verwenden. Und zwar ordentlich verwenden. Ich werde den jetzt rauspulvern, wenn mich nicht alles täuscht. Wir haben nämlich noch zwei Stäbe. Wir hauen mal die zwei dann hier raus, damit es nur noch hier so scheppert. Und... dann hoffe ich mal, dass wir genug Ablenkung haben, um uns die einzelnen Wächter herauszupicken. Mal schauen. Also, erstmal Segen. Drück mal die Pause. Also, erstmal den Segen auf alle. Der Tollfuß läuft ja wieder nach vorne. Währenddessen kann er schon mal den ersten Hastzauber wirken. Auf den Tollfuß. So, jetzt gehst du hier vor. Sprichst mit ihm. Oh, Moment. Wieso haben die nicht noch mit mir gesprochen? Habe ich da was verpasst? Ich dachte eigentlich, die sprechen nochmal mit mir. Na gut, jetzt sind sie schon im Kampf. Das soll mir ganz recht sein. Ich sehe gerade, die Nera können wir noch aufleveln. Habe ich ganz verpasst. Kann ich die jetzt auch noch aufleveln? Währenddessen, sehr schön. Hilft mir natürlich nichts, weil wir jetzt hier keine zusätzlichen Zauber noch hinzufügen können. Verlangsamen Zauberstoß. Naja, ich nehme mal die Hast hier mit rein, dann kann die Nera das auch noch machen. Monster herbeirufen nehmen wir auch noch einmal mit. Aber ansonsten wird die Nera jetzt mal hier schön die Monster in die Mitte zaubern. Während der Kuran auch noch hier vorläuft und er hier nochmal den Hastzauber wirkt auf den Kuran. Und dann hoffe ich mal, dass die Einheiten hier ein bisschen ablenken. So, du gehst wieder zurück, meine Liebe. Er hat diese komische Kugel, das heißt, wir werden ihn wahrscheinlich wieder nicht wirklich angreifen können.
Wir gehen mal etwas zurück hier. So. Ihr kümmert euch mal um den hier oben. Habe ich eigentlich bei den... Komm, wir haben in der... Oh doch, wir haben die guten Pfeile ausgerüstet. Wir haben die guten Kugeln drinnen. Besser könnte es eigentlich momentan gar nicht laufen. wir müssen mal etwas zurückgehen. Damit wir hier nicht in dem komischen Nebel sind oder was das hier ist. Dann, die Angst wird vielleicht mal beschossen. Du hast schon gezaubert. Stab des Feuers. Was können wir denn noch machen? Magisches Geschoss mal auf die Angst. Aha. Und die Nera. Wenn ich jetzt nochmal den Stab der Monsterherbeirufung nutze, dann werden wahrscheinlich die anderen hier verschwinden, könnte ich mir vorstellen. Deswegen warten wir noch etwas ab. Ein Netz. Nee. Was wäre denn hier noch gut? Blitzstrahl. Ich fürchte halt, dass beim Blitzstrahl das durch alles durchgeht, was auf dem Weg ist. Ja, schlägt eine gerade Linie vom Anwender weg. Das ist natürlich nicht so toll. Na gut. Ich fürchte, er hat... Ich kenne immer diese ganzen Zauber ja nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt hier irgendwie eine Blubberblase ist oder ob es eine Magieabwehrblase ist oder was auch immer das hier ist. Und das macht mir natürlich die Sache etwas schwerer, hier darauf zu reagieren. Wir könnten höchstens mal so Magiebannen machen oder sowas, wenn es das gibt. Wir hatten ja hier die... Boah, was war denn das? Ich glaube, er hatte das. Magiebannen war für die eigenen Personen. Also für die eigenen Leute. Aber es gab auch noch eine andere Variante. Aber die konnte... Konnte das... Der Jeslik... Magie fehlwirken war es nicht. Das habe ich letztes Mal schon gesucht. Und auch damals, an und dazu mal, habe ich ewig lange gesucht. Magie zerstören, das war es eigentlich. Vielleicht sollten wir... Okay, es ist eigentlich jetzt egal. Aber für den nächsten Durchgang auch nochmal Magie zerstören wirken. Damit wir eventuell bei der Liebe das Ganze rausnehmen können. Okay. So, hier oben, die richten gar nichts aus, das ist klar. Dann einmal Schlaf. Wir könnten mal probieren, ob wir Schlaf auf Stolz wirken können. Die Immuin kann ja sonst gar nichts machen. Die Immuin kann nichts machen. Der Tollfuß wird mal seine Fähigkeit hier einsetzen, die Verteidigungshaltung. Und... Zug von Lebenskraft. Die Farbkugel mal hier auf das komische... Oh, jetzt ist ja auch noch die Habsucht hier unten. Dann nimm lieber die Farbkugel hier. Ich würde die gern auf... Ich würde mich ja gern auf einen konzentrieren hier. Auf die Angst. Die Immuin macht gar nichts. Oh Mann, wie der Jeslik schon verwundet ist. Wahnsinn. Wie er hier schon verwundet ist. Wir müssen den Jeslik mal flüchten lassen. Er ist schon... Oh, der ist auch schon ganz schön tot jetzt hier. Guckt euch das an. Wir haben jetzt hier nur noch einen Punkt. Hier noch zwei. Er hat auch schon zwei weg. Also wenn wir den Jeslik am Leben halten können... Und das mache ich jetzt einfach, indem ich hier einfach mal eine Runde drehe. Und vielleicht die Habsucht rausnehme. Dann könnte das vielleicht auch klappen hier. Komm. Und was jetzt? Lasst euch nicht entmutigen, liebe Leute. Wir brauchen hier oben auf alle Fälle nochmal weitere Einheiten. Okay, der Jeslik ist erstmal in Sicherheit. Das ist gut. Das heißt, der Jeslik wird sich selber heilen. Und hier oben sieht es noch gut aus. Ihr greift alle an. Der Tollfuß ist leicht verwundet jetzt. Der nimmt vorsorglich gleich mal einen Heiltrank. Ich muss mal nachschauen. Der Heiltrank, 9 Punkte. Und das Heilungselixier 10. Ich nehme lieber das Heilungselixier. Währenddessen, der Koran ist auch schon leicht verletzt. Ich würde sagen, wir müssen uns jetzt mal auf einen konzentrieren. Wir nehmen mal den Stab des Feuers auf dich. So. Und dann hoffen wir mal, dass die jetzt hier die Angst erstmal runterbekommen.
Der Jeslik hat sich geheilt. Der Jeslik heilt sich selber nochmal. Sicher ist sicher. Was ist es diesmal? Dann der Baylot sollte eigentlich den Stab des Feuers auf. Oh, das war schlecht. Stab des Feuers war ganz schlecht. Oh, das war richtig schlecht. Verdammt, es war so gut. Wir brauchen ganz schnell hier oben nochmal die Einheit. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war natürlich. Kuran muss sich heilen. So, du hier oben läufst weg erstmal. Lass dich nicht entmutigen. Kümmerst dich um den. Der Kuran muss jetzt auch weg. Der Kuran muss auch weg. Er hat nur noch einen Punkt hier oben. Okay. Wir konzentrieren uns mal auf ihn. Es ist halt wichtig, dass er jetzt hier nicht runterläuft und die drei angreift, sonst sind die nämlich gleich tot. Aber die müssen jetzt alles hier draufschmeißen auf die Habsucht. Das wäre schon ganz toll. Mir fehlen halt ein bisschen die Heilzauber, das ist das Problem. So, ihr beide greift weiterhin die Liebe an. Der Kuran läuft davon. Und ihr greift immer noch den Stolz an. Oh, der Kuran kann nicht weg. Oh, er ist schon gestorben. Sehr schön. Das heißt, der Tollfuß kümmert sich um die Habsucht. So, du läufst weg. Der Kuran muss erstmal weg hier. Ihr kümmert euch mal um den Stolz. Oh, nee, Moment. Stolz. Oh, ich bin etwas optimistisch, Leute. Ich bin etwas optimistisch. Der Jeslik muss auch mal weg. Oh, er ist noch nicht tot. Oh, Mist. Habsucht hat sich nur unsichtbar gemacht, der Lump. Habsucht hat sich nur unsichtbar gemacht. Was? Was für ein Glück, eine Frau zu sein? Was? Okay, Jeslik heilt den Kuran. Der Kuran bleibt hier erstmal hier oben stehen. Der Tollfuß geht hier runter. Oh, Mist, jetzt läuft er nämlich hier runter. Ah, was mache ich mit dir? Was mache ich mit dir? Wir müssen hier weg. Wir müssen hier erstmal zurücklaufen. Okay, alles gut. Ah, sehr schön, gut gemacht, gut gemacht. Da war es nur noch einer, Leute. Jetzt müssen wir überleben. Das ist das Wichtige. Jetzt müssen wir überleben. Der Tollfuß ist noch einigermaßen gut aufgestellt. Okay, haut noch schön hier drauf, Leute. Komm, lasst euch nicht entmutigen. Bleibt standhaft. Versuch mal Schlaf, vielleicht geht sowas. Ich hau einfach alles raus, was wir haben momentan. Farbkugel auch noch. Alles, was so da ist. Ich kann ja leider nicht sehen, was er für Effekte aktuell drauf hat. Das ist etwas schade. Und wir haben es geschafft, Leute. Okay, ich hoffe, wir haben es geschafft. Wir warten mal kurz ab. Ich halte die Füße still. Ich hoffe nicht hier oben, dass noch irgendeiner herumsteht. Wir warten mal, bis das hier weg ist. Ich versuche zu speichern. Speichern hat schon mal geklappt. Also, ein großer Schritt wurde getan hier. Oh, durchatmen. Huiuiui. Hätte ich nicht gedacht. Es hat jetzt wirklich aufs erste Mal geklappt. Ich hatte vor dieser Aufnahme... Beim Tollfuß können wir die... Verteidigungshaltung, die müsste wieder rausfallen jetzt. Okay. Ich hatte vor dieser Aufnahme ein bisschen Bammel, deswegen habe ich es auch so lange rausgezögert. Weil ich nicht wusste, wie ich das angehen soll, das Ganze. Aber jetzt hat es Gott sei Dank wunderbar geklappt hier. So, wir stellen uns mal mittig rein und schauen mal, was hier übrig ist. Nicht viel, wie ich sehe. Ein Schlüsselstein, eine kaputte Waffe, ein Kurzschwert und das war's. Das ist, die Ausbeute ist sehr mager, muss man jetzt einfach mal sagen. Relativ langweilige Ausbeute. Schlüsselstein identifizieren. Das heißt für uns, wir werden auf alle Fälle nochmal etwas weiter nach unten gehen. Und werden Durlaks Turm noch weiter besuchen. Ich wollte ursprünglich... Ah Mist, stimmt, das wollte ich auch noch. Ich wollte ja ursprünglich... Nochmal kurz nach Neshkel reisen und das ganze Zeug verkaufen, das die Leute hier angesammelt haben.
Kann man die Halok, ich weiß nicht, ob ich die verkaufen soll. Ich würde das gern verkaufen, das Zeug. Damit wir etwas mehr Platz haben und das alles transportieren können. Gongschlägel brauchen wir normalerweise alles nicht mehr. Bin etwas enttäuscht, dass hier nicht mehr herumliegt. Wieso sagt er denn das immer? Wieso sagt er denn... Ist der Koran in Wirklichkeit eine Frau oder was ist los? Wir werden mal kurz... rasten. Okay. Und wir werden hier mal die Tür öffnen. Ich habe ein Video noch mal kurz angeschaut, weil ein Kommentar war. Ich habe hier irgendwo, ich weiß aber nicht mehr wo, habe ich meine Zweierkugel liegen gelassen. Das war irgendwo in Durlaks Turm, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Entweder war das hier oben. Komm, schau mal ganz kurz, wir haben noch etwas Zeit. Der Tollfuß läuft geschwinden Schrittes hier hoch. Also geschwinden Schrittes, so wie halt ein Zwerg jetzt laufen kann. Und ich schaue nochmal nach. Hier liegt's. Doch, ich glaube, hier war's. Hier liegen noch die Plus-Zweier-Kugeln, genau. Die lasse ich natürlich nicht liegen. Hier haben wir nämlich unseren Schriftrollenbehälter geleert. Und dementsprechend, wir könnten ja jetzt auch, da ich ja noch Platz habe, wir nehmen mal die Schriftrollen noch mit, die wir verkaufen können. Weil die ich noch tragen kann aktuell. Genau. Und dann werden wir noch einen kurzen Blick hier runter werfen. Ich hoffe, wir werden nicht irgendwie eingesperrt oder so. Ich speichere mal lieber vorher ab. Und dann werde ich mal nach Neshkel reisen und dementsprechend dort unser Zeug verkaufen, das wir so angesammelt haben. Die Türe ist offen. Es geht Hinabi. Okay, wir sind in einem Kreisrundenbereich. Momentan kann ich nichts aufheben. Wie groß ist die Karte? Okay, es sieht auf alle Fälle sehr verwirrend aus. Oh, wenn mich nicht alles täuscht, muss man da nicht mit den Türen wieder irgendwie hantieren? Dass bestimmte Schalter wieder bestimmte Türen öffnen. Ah, hier liegen Bücher. 4 Bücher liegen hier davor. Die Bücher schauen wir uns aber erst an, wenn wir dann auch wirklich reingehen. Ich würde mal sagen, der erste Weg, der offen ist, den werden wir als erstes beschreiten. Wahrscheinlich ist es gleich mal eine Falle, kann durchaus sein. Da soll dann die liebe Imoin vorauslaufen. Okay, ich laufe jetzt nicht voraus, komm. Wo geht's jetzt lang? Aber selbstverständlich. Wir reisen nach Neshkel und... Ich glaube, wir alle haben einen Klaps auf die Schulter verdient. Wir müssen dafür... Okay, wir müssen erstmal wieder komplett hier hochlaufen. Ich bin gerade am überlegen. Wisst ihr was? Wir machen das so. Ich mache einen kurzen Cut, weil wir doch noch ein paar Minütchen jetzt haben. Und in ein paar Minuten bin ich wieder da und dann mit leichtem Gepäck. Wir müssen ja auch noch hier hoch. Mein Güte, so weit noch zu gehen. Und da bin ich schon wieder. Eine kleine Tour später und unsere Taschen sind weitestgehend fast wieder leer. Ich habe einmal in Neshkel verkauft. Ganz viel Zeug, unter anderem auch ein paar Schriftrollen, die ich doppelt hatte. Und ein paar Behälter, Getränke noch. Und ich habe auch noch unser Idol verkauft und diese komische Locke von dieser Succubus. Aber die konnte ich nicht in Neshkel verkaufen. Die musste ich in der hohen Hecke hier oben verkaufen beim Zauberer. Da ging's. Ich gehe davon aus, wir brauchen die nicht mehr. Also das Idol, das hätte man noch eintauschen können irgendwo in Ulcaster oder so. Bei dem Geist, den wir gar nicht getroffen haben, wenn mich nicht alles täuscht. Aber dafür hätten wir noch eine Rüstung gebraucht, dann hätte uns ein Schwert gegeben und so weiter. War mir zu stressig. Ich habe das jetzt einfach verkauft für ein bisschen Gold. Und ich bin ja ein Zwerg und Gold ist mir immer lieber wie irgendwelche Gegenstände. Okay, also wir haben ganz viel Geld jetzt wieder hier. 106.000 Gold schleppen wir mit. Alles andere, was ich jetzt hier so im Inventar habe, ist nicht verkäuflich oder soll uns noch bei Kämpfen nützlich sein. Wir werden mal kurz rasten. Und was jetzt? Oh, Monster sind aufgetaucht. Ein höherer Doppelgänger. Nee, ich will jetzt nicht kämpfen. Ich will einfach nur rasten. So, und jetzt geht's nämlich los in die nächste Ebene. Und die Imoin wird mal hier prüfen, was hier überhaupt so los ist. Die Imoin hat ja aktuell überhaupt nichts mehr hier am Platz, Mensch.
Das nervt mich ein bisschen, weil die Immoin ja immer vorausläuft. Wir heben mal kurz dieses Buch auf, das hier liegt. Ein verstaubtes Buch liegt hier. Wut und Zorn bewegen ihn nicht länger. Gefühlslos ist er, der verräterische Doppelgänger. Okay, ich nehme das Buch mal mit. Wahrscheinlich brauchen wir das nicht. Aber wer weiß. Und wir gehen mal mit der Immoin hier vor. Und checken erstmal die Lage, ob hier irgendwelche Fallen sind. Sieht auf alle Fälle schon sehr gruselig aus hier. Lauter schöne Statuen hier. Und hier unten eine Falle. Wer hätte das gedacht, Mensch? So, einmal verschlossen. Immerhin kein Problem. Dann kommt mal alle hier runter, Leute. Hier ist es viel gemütlicher. Wie hier oben. Sind ja lauter, ich sehe gerade, lauter Leichen und Blutlachen hier. Und wir haben ein Fragezeichen. Oh, man kann die auch benutzen. Beziehungsweise nur diese eine Figur und diese hier unten benutzen. Aber hier war irgendwo hier. Aus den verwobenen Tiefen des Teppichs starrt euch die zusammengekauerte Gestalt eines Doppelgängers an. Sein Blick scheint euch zu folgen und manchmal zu den mit Spinnweben bedeckten Statuen an beiden Seiten zu schweifen. Aha. Gut, bevor wir das machen, gehen wir erst hier runter. Plündern noch alles hier aus diesem Raum. Wasseropal, Gold, Heiltrank, Unbehagen, Gegengift und Hast. Apropos Wasseropal. Ich habe mir hier noch einen Engelhautring bewahrt, weil mir der Tipp gegeben worden ist. Jetzt weiß ich nicht mehr von wem. Dass wir den in Baldur's Tor noch brauchen. Deswegen bleibt der erstmal bei uns. So, die ganzen Sachen werden abgelegt. Was heißt das? Größeres Unbehagen kennt die Nera noch nicht. Mit Hilfe dieses Zaubers beeinflusst der Anwender alle Rettungswürfe seiner Gegner negativ. Während der Wirkungsdauer erleiden alle feindlichen Wesen im Wirkungsbereich ein Malus von -4 auf alle Rettungswürfe. Wir lernen das mal. Solche Beschreibungen, die helfen mir als Nicht-D&D-Spieler immer sehr wenig, weil ich nicht interpretieren kann, ob jetzt ein Wert von -4 auf die Rettungswürfe viel ist oder wenig ist oder ob das gut ist oder schlecht ist. Oder, ne? Da sind wir irgendwie, ist mir irgendwie, keine Ahnung, betäubt den Gegner oder so, ist mir da immer ein bisschen lieber. So, wir gehen mal hier ran. In den Räumen ist das widerhallende Geräusch aufeinandermalen der Steine zu hören. Okay, also, das heißt, es ist wirklich so, wie ich vermutet hatte. Jetzt hat sich diese Tür hier geöffnet, hier vorne. Wir schauen uns gleich mal die Bücher auch noch hier an. Wenn die hier schon so herumliegen. Wut und Zorn kennen wir schon. O Kiel, Clanprinz dieser düsteren Runde, du machtest den Tod zu deiner besten Stunde. Zu jung zum Kämpfen, doch nicht zum Sterben, gab's kein Entrinn für ihn. Für Nebol, meinen Erben. Okay. Islan, mein Weib, meine Angebieterin, nur deine Gestalt warst, die ich tötete. Ah, jetzt verstehe ich. Das war der Zwerg hier drinnen, der hier diese, seine eigenen Leute quasi erschlagen hat. Etwas Unnatürliches geht hier vor und ich möchte nicht daran teilhaben. Ja, ja, der seine eigenen Leute erschlagen hat, die ja Doppelgänger waren. Ich lasse mal die Bücher hier, Leute. Komm, wir legen die mal ab. Ich habe das Gefühl, wir brauchen die nicht. Und wenn, dann wissen wir, dass die hier sind. Ich dachte eigentlich, wir können diese Tür hier öffnen. Diese Seitentür. Kann denn die Immoin diese Türen knacken? Ah, okay. Ist auch mit einem Schloss geöffnet. Dann mach doch mal hier. Drück mal hier drauf. Ihr seid zu weit entfernt. Na gut, dann gehen wir näher ran. Es rumpelt und pumpelt wieder. Und jetzt ist die Tür wieder zugegangen. Und die hier unten ist offen. Okay, also wir können immer nur eine Tür gleichzeitig geöffnet halten. Dann soll es so sein. Ah, ich hasse so Rätsel, wo man so Türen und so Zeug öffnen muss. Ganz furchtbare Sache, wo du dann irgendwie, ne, dieser Hebel macht diese Tür auf und dann musst du aber diese Tür öffnen und brauchst den anderen Hebel, der aber wieder woanders drin ist und so weiter und so fort. Und wenn sich das so verzweigt, das ist, ach, furchtbar, ganz furchtbar. Komme ich überhaupt nicht zurecht damit. So, wir sind schon am Ende der Folge jetzt. Sind nicht mehr weit gekommen, aber wir haben heute eine
entscheidend große Schlacht geschlagen. Eine Schlacht, vor der ich ein bisschen Bammel hatte, aber die sich dann doch nicht als so schwierig herausgestellt hat. Wenn man nur ein bisschen ja, logisch vorgeht und einfach mal alles raushaut an Zaubern und Fähigkeiten, die man so hat. Hat wunderbar geklappt und wir sehen uns in der nächsten Folge und dann wird diese Ebene hier erkundet. Mal schauen, ob hier schon quasi das Ende unserer Erkundung ist oder ob wir vielleicht diese sogar noch erfolgreich uns anschauen können.